So, jetzt habe ich ja mal zwei normale Menschen neben mir, die zwei nicht so normale Menschen spielen. Oder habe ich das jetzt falsch aufgesetzt? Oder was ist jetzt eure Rolle genau bei Vier Könige? Also erstmal würde ich sagen, dass die eigentlich so normal sind wie wir. Vielleicht mit ein paar mehr Problemen. Und ja, aber es sind Rollen, die sich eben begegnen in der Psychiatrie. Und das ist natürlich schon ein besonderer Ort. Und da passiert einiges. Also habe ich mich jetzt hier so richtig schön dem Sujet jetzt irgendwo angepasst? Weil es ist ja ein Weihnachtsfilm. Vier Könige ist ja so eine Abwandlung von Drei Könige. Also ist es ein schöner, romantischer Familien-Weihnachtsfilm? Oder ist die Psychiatrie tatsächlich das, wofür ich sie annehme, für einen schlechten Ort? Hast du ihn gesehen? Ja, aber ich muss ja so, ich mache ja Vollzeit, okay. Oder? Wir tun mal auf dumm. Und worum geht's? Okay, es geht, wie gesagt, um die vier Jugendlichen in der Jugendpsychiatrie, die aufeinandertreffen und gemeinsam Weihnachten verbringen. Dann gibt's auch noch den sehr revolutionären Dr. Wolf, gespielt von Clement Schick, der versucht, den Jugendlichen ein bisschen mehr Freiraum zu geben und die auf andere Art und Weise zu treffen, sich zu begegnen. Ja, und es geht um Weihnachten, es geht aber nicht um das Friede, Freude, Eierkuchen, Weihnachten, wie man es aus vielen Filmen kennt, sondern eher darum, sich selbst zu hinterfragen und auch vielleicht die weihnachtlichen Rituale so ein bisschen zu hinterfragen. Und ist auf jeden Fall keine leichte Kost. Was ich aber sagen kann, jetzt tue ich mal so, als hätte ich den Film gesehen, dass er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ja? Und ich auch der Auffassung war, dass gerade für dich, Jella, das großartig ist, im Kontrast zu, wie man dich ja jetzt größtenteils von den meisten Leuten noch aus Fuck You Goethe kennt. Wobei, ein bisschen frech ist sie schon, aber halt schon ein bisschen normaler frech. Das macht das halt so perfide. Aber die grundsätzliche Frage, die ich mir mit Robert gestellt habe, Robert Hofmann, dessen Kanal es ja ist, weil ich meinte die ganze Zeit, Janis muss ja wirklich den schwersten Job haben, weil du bist ja die ganze Zeit angespannt. Mhm. Weil dann denke ich mir doch so, dieses Angespanntsein muss ja doch irgendwo anstrengend sein. Aber dann meinte er, nee, eigentlich ist Wut die einfachste Art zu spielen. Wenn du weinst so auf Anhieb, das ist wesentlich schwieriger. Wie seht ihr das? Also wer von euch beiden hatte zum Beispiel die schwierigste Vorbereitung. Also ich könnte gar nicht sagen, was irgendwie einfacher zu spielen ist. Es war, glaube ich, für uns alle sind die gefangen in sich und das war schon, also in dem Fall war schon die Anspannung eigentlich eine besondere Art von Anstrengung auch und das war nicht ohne, aber ich würde das gar nicht vergleichen können, ne? Also weil das macht den Film ja auch aus oder das macht die Gruppe ja auch aus, dass sie alle so wahnsinnig unterschiedlich sind und eigentlich letztendlich alles liebesbedürftige Menschen, die zu wenig Liebe und Nähe kriegen und das dann aber, ja, sich dann an einem Ort treffen, wo es dann doch irgendwie möglich ist und sich so annähern, aber grundsätzlich ist jeder so für sich und hat sein Problem und ja. Ich glaube auch, dass es für jeden irgendwo gleich schwierig war. Wir hatten ja eine ganz intensive Coachingsphase im Vorhinein, wo wir uns jeder für sich und dann aber auch gemeinsam den Rollen genährt haben, wo wir richtige Rollenprofile erstellt haben. Also wir sind wirklich jeder ganz intensiv in die Rollen reingegangen, weil wir beim Dreh wenig Zeit hatten, weil es ja keine Riesenproduktion ist und es klar war, wir können die Szene nur dreimal drehen und dann muss es auch sitzen. Insofern haben wir im Vorhinein uns sehr intensiv mit den Charakteren auseinandergesetzt und ich glaube, da hat jeder für sich, auch Moritz Loy beispielsweise, der den Fett ja spielt, der ist eigentlich ein total gutherziger, offener Mensch und muss alles nach innen spielen, was auch wieder sehr schwierig ist. Paula genauso, nach innen zu spielen, ist auch oft schwierig. Bei mir war es beispielsweise schwierig, Lara ist sehr, sehr sprunghaft, die muss eine Sekunde sehr, ist sie fies, aber dann auf einmal wieder total nett und ich glaube, da hatte jeder so zu kämpfen oder es ist ja natürlich auch interessant, sich den Rollen, die schwieriger sind, anzunähern, aber man kann nicht pauschalisiert sagen, das ist die schwierigste Rolle, weil jede für sich besonders ist. Na, was mir bildlich auch aufgefallen ist, also ich habe ja mitbekommen, das Budget wäre nicht enorm groß, aber ich finde, der Kameramann hat eine großartige Arbeit geleistet. Mhm. Dann gibt es halt so ein paar Einstellungen, wo ihr perfekt auch miteinander steht. Da denke ich mir, entweder ist der Kameramann so geil, dass er das sofort immer gesehen hat, oder ist er schon ein bisschen Vorbereitung und sagt, okay, du bleibst genau auf diesem Millimeter stehen und du genau dort, da, oder war das wirklich so, dass ihr so einen großartigen Kameramann habt, der euch genau immer so perfekt eingefangen hat? Ja, schon, also, oder? Großartig war er auf jeden Fall. Also, aber es war auch, also ich glaube, es gab ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Wir hatten ja gar nicht so großen Raum und so viel Raum, uns irgendwie so zu positionieren, sondern wir standen dann schon wahrscheinlich irgendwie alle immer so und der hat dann die letzten Zentimeter den Feinschliff gemacht wahrscheinlich. Wir haben aber die Szenen auch im Vorhinein durchgesprochen. Also klar, wenn man jetzt läuft und so, dann ist es auch oft Zufall oder ist es auch ein Talent vom Kameramann. Aber wir haben schon viel geprobt im Vorhinein, also ungefähr grob wusste man schon, wo es lang geht.
Und allgemein, was ich an dem Film super toll fand, ist eigentlich auch so die Wirkung der Stille. Mhm. Ist es aber dann etwas, wenn man am Set ist, wo dann irgendwie 20 Leute hinter der Kamera stehen, bekommt man das selbst mit? Habt ihr das geahnt, dass der Film dann so auch dann wirken wird? Also, dass die Stille da so prägnant ist, obwohl man ja nie alleine an einem Set ist? Ich fand schon besonders bei diesem Film, dass das Team einfach unglaublich, es war wahrscheinlich nicht so groß wie bei anderen Filmen und es war unglaublich leise, also, oder? Die waren wahnsinnig konzentriert, leidenschaftlich, ja. Also auch zwischendurch in den Pausen, das ist dann ja das, was einen manchmal auch rausholt, wenn dann so eine Unruhe entsteht und da war es komplett ruhig eigentlich immer, ja, sehr. Es lag aber vielleicht auch an dem Ort, an dem wir gedreht haben, es war alles schon so ein bisschen wie in der Psychiatrie und vielleicht hat das auch so ein bisschen die Stimmung gedämpft, weiß ich nicht, aber es war ein sehr konzentriertes Arbeitsniveau, also sehr, sehr konzentriertes Klima und alle wussten irgendwie, wir haben auch einen schweren Job dazu tragen, also wir hatten so viele anspruchsvolle Szenen und darauf wurde einfach Rücksicht genommen und das ist sehr wertvoll und eigentlich, ja, kann man oder im besten Fall sollte man das erwarten von einem professionellen Team. Und jetzt abschließend noch, wird dieser Film jetzt eure Weihnachtszeit jetzt ein bisschen verändern? Sieht man denn Weihnachten anders, wenn man auch wirklich mal ein anderes Weihnachtsfest erlebt hat, also mit den Charakteren, die man gespielt hat? Ich glaube, man sieht Weihnachtsfilme anders, also weil jeder kennt es ja, dass Weihnachten auch nicht so schön ist. In dem Fall ist es natürlich ganz extrem bei den Charakteren, aber ich finde es schön, dass ein Weihnachtsfilm gemacht wird, der auch wirklich die schönen Seiten letztendlich eigentlich von Weihnachten zeigt, wie es sein kann, aber wie es oft auch eben nicht ist, das, was alle haben wollen oder das, was alle vorgeben zu sein, das Glück, was alle vorgeben. Und ich glaube, das kennt jeder von sich. Und ich glaube, schön ist es an einem Film, dem etwas näher zu kommen und eben nicht etwas zu sehen, wo behauptet wird, da ist alles gut. Also dann kann ich jedem nur empfehlen, also das ist nicht unbedingt so, danach nicht unbedingt die Partystimmung, die da irgendwo auflöst, aber es ist ein sehr schöner Film, Vier Könige mit Eda und Janis. Meine Damen und Herren, Clement Schick, wo ich mich dann irgendwo gerade frage, heute ist ja auch der Tag, wo es die Premiere geben wird von Vier Könige. Vor kurzem ist zum Beispiel aber auch noch der neue Bond rausgekommen. Ist es etwas, woran du noch denkst an die Vergangenheit? Weil wenn man dich beschreibt, steht immer gleich so bekannt aus Casino Royale. Rührt dich das überhaupt noch oder schüttelt dich das überhaupt, wenn sowas noch im Zusammenhang mit dir genannt wird und James Bond? Ach, ich habe da eigentlich nur positive Reaktionen drauf, wenn ich den Namen Casino Royale oder Bond höre, weil es hat meine Karriere geprägt, verändert und beschleunigt und ich wurde durch Bond vom Theaterschauspieler zum Filmschauspieler und fand es jetzt auch sehr schön, zu dieser Premiere bei Spectre zu gehen, weil ich natürlich dann doch ein paar kenne aus dem Team und ja, irgendwie fühlt sich das gut an. Okay, und wie hat man dich davon überzeugt, den Dr. Wolf in Vier Könige zu spielen? War das, wo du dachtest, so, ich habe eh gerade nichts zu tun oder ich finde das Buch toll? Weil ich fand nach wie vor, das ist mal komisch zu sagen, ich finde ein Buch toll, weil ich habe ja keine Ahnung davon, bin kein Schauspieler, ich wüsste nicht, das wird ein gutes oder nicht. Woher wusstest du, dass das ein guter Film wird? Das Drehbuch ist super, ich wusste vom Cast, ich habe die Regisseurin getroffen und wollte das unbedingt spielen. Und weil sie gesagt hat, sie braucht oder möchte für die Produktion, dass ich mich nochmal selbst aufnehme. Und dann habe ich einen Kurzfilm gemacht, fast 10 Minuten lang. Für Casting hast du einen Kurzfilm von dir selbst gemacht? Mhm. Was macht man denn in so einem Kurzfilm? Also so ein Monolog oder dich selbst gefilmt beim Suppenessen? Naja, die Figur war für mich so facettenreich, dass ich wusste, ich möchte das nicht nur einfach mit einem Take in einer Szene irgendwie so abgeben, sondern habe dann versucht, so viel wie ich auf die Schnelle von dieser Figur verstanden habe, in diesem Kurzfilm unterzubringen. Teilweise auch einfach nur mit so Muteinstellungen, klein, nachts in Berlin bin ich rausgegangen mit einem Freund, mich gesteht, beim Rauchen, dann wieder die Spielszene, wieder eine Sequenz reingeschnitten und so. Ja, hat funktioniert. Hast du dich dann auch mit so einem Psychologen auch so getroffen? Weil das Spiel mit dem Mein Leben lang. Ja, aber ich habe das ja mal versucht, mich mit so jemandem hinzusetzen. Als Moderator ist mal ein bisschen schwierig in so einer Gesprächstherapie. Aber halt, ich fand es interessant, da gab es eine Szene, wo dann irgendwo deine Patienten versuchen, dir Gegenfragen zu stellen und so psychiatertypisch halt abblocken, weil es geht ja nicht um dich selbst. Also ist es etwas, was du schon selbst irgendwo in Erfahrung gebracht hattest oder hast du dich mit Psychologen getroffen und gesagt, so, worauf muss ich achten im Dialog mit Patienten? Verlasse ich mich erstmal aufs Drehbuch, dann auf meinen Instinkt und dann natürlich auch auf die Regieanweisungen von Theresa von Els. Und was ich eben aber an der Figur so interessant fand bei dem Dr. Wolf, ist, dass wenn man den Film sich anschaut, man ja wirklich auch feststellt, dass denen sehr viel mit den jungen Kollegen oder eben auch besonders mit der Rolle Timo mehr verbindet, als man vielleicht erstmal denkt. Und in so kleinen Bits and Pieces sich rausstellt, dass seine Kindheit oder Jugend
auch nicht immer so einfach war. Und das hat mir so Spaß gemacht. Dass auch in der Art und Weise, wie dieser Dr. Wolf sich gegenüber dem Patienten verhält, der auch alleine schon, dass die gleichen Mützen fast tragen und wie der rumläuft, und wie er diesen Arztkittel trägt, da keine Hierarchie ist und keine Distanz. Vielleicht manchmal zu wenig. Ja, aber mein erster Gedanke war, aber ob jetzt die Leute da nicht ein bisschen in Sorge sind, dass der Herr Schick ein bisschen zu gut aussieht für die Rolle. Weil ich dachte erstmal, also das steht hier so dermaßen gut, muss ich sagen, er ist kein Schleim, steht hier so gut. Ich dachte, gucke ich mir gerade eine Folge von Doctor's Diaries an? Also ist man da nicht mehr so, also für einen Arzt siehst du da echt schon gut aus, das sind ja amerikanische Verhältnisse. Nicht, dass der deutsche Zuschauer da etwas geschockt ist, so, weil Ärzte dürfen ja nicht so gut aussehen, das ist ja in einer Schwarzwaldklinik. Was ist die Frage? Naja, warst du da nicht so ein bisschen in Sorge, dass du da ein bisschen zu Stylomat irgendwo daherkommst? Weil wirklich, der Abstand ist ja geradezu nicht existent. Du redest ja auch über ein bisschen Familie auch mit deinem Patienten. Also dass ich zu cool rüberkomme, hatte ich keine Sorge. Das hat man ja auch, also ich habe versucht, dem so viel mitzugeben, dass man merkt, dass der auch ein schwermütiger Mensch ist, immer mal wieder. Und beim Spielen denke ich sowieso wenig darüber nach, bin ich jetzt cool oder sehe ich cool aus oder nicht. Ja, aber du bleibst auch cool, gerade bei hier Janis' Rolle zum Beispiel, ist er sehr aggressiv, also schon sehr körperlich präsent. Also wenn du da so als Arzt davor stellst und trotzdem cool bleibst, also... Okay, aber dann ist das ein cool im Sinne von, dass man versucht als Arzt die Kontrolle zu bewahren und versucht mit der Aggression des anderen umzugehen, bis es dann eben komplett entgleitet, aber nicht cool im Sinne von lässig. Also überspielt man also die eigene, also... Ein Arzt muss ja auch cool bleiben, auch wenn er Angst hat. Ist es denn so, dass man als Schauspieler auch so dran denkt, dass eigentlich müsst ihr Angst haben, weil der Typ ist schon einen Kopf größer als ich, steht halt vor mir und trotzdem bin ich der Arzt und stehe jetzt so drüber? Geht man so? In so einer Situation, wenn ich da vor Janis stehe oder vor Timo, Dr. Wolf vor Timo steht, da schlägt mein Herz, aber so. Klar. Und trotzdem so ruhig, das finde ich halt so, weil man sieht ja das Herzschlagen ja nicht. Also man hört es ja nicht, man sieht ja nur, dass eine gewisse Form von Anspannung ist, die scheint ja da herzukommen. Auf die Regisseurin zu kommen, auf die Frage, die ich den anderen irgendwie so gestellt habe. Weil gerade in Hollywood wird auch darüber geredet oder auch hier allgemein, es gibt viel zu wenig Frauen, die halt irgendwie im Regiesessel auch umgefallen sind. Würdest du als Mann, als erfahrener Mann sagen, es macht einen Unterschied, ob man mit einer Frau jetzt arbeitet oder nicht? Sind die emotionaler oder sind die im Gegenteil sogar eher härter im Ton, weil sie sich durchsetzen wollen? Oder ist es wirklich so in einer Zeit, dass es mehr Regisseuren wie Theresa zum Beispiel gibt, weil die meines Erachtens ja eine hervorragende Arbeit geleistet hat, also... Ist das jetzt eine Frage des Geschlechtes oder einfach nur des Talentes? Schwierige Frage. Ich habe dieses Jahr 50-50 gearbeitet. Zweimal mit Regisseurinnen und zweimal mit Regisseuren. Klar gibt es einen Unterschied, weil es ein anderes Geschlecht ist. Und also, aber wie ich das jetzt benennen würde, ich flirte natürlich, für mich ist Flirt in der Arbeit extrem wichtig, natürlich mit einem Mann anders als mit einer Frau. Also ich meine, aber, und weiß ich nicht, haben es Frauen schwerer? Ich meine, Theresa von Hesse ist einfach eine verdammt gut aussehende Frau und eine sehr zierliche Frau, und aber eine sehr taffe Frau. Und das ist so, was ich immer sage, ist, gerade junge Regisseure fällt es oft schwer zu vermitteln, was sie wollen. Und da ist zum Beispiel Theresa von Hesse unglaublich. Die weiß sehr, sehr, sehr genau, was sie will und kann eben einem das auch so sagen, dass du es als Schauspieler verstehst. Aber ich weiß es nicht. Also spielt das Geschlecht eine große Rolle? Es gibt viel zu wenig Frauen, die Regie führen. Also ich meine, dass über Quoten nachgedacht wird, auch im Filmbusiness, ist meiner Meinung nach absurd, aber wahrscheinlich notwendig, damit... also ich habe mich mit meiner Kollegin Nicolette Krebitz, mit der ich gerade gedreht habe, darüber unterhalten, wie viel von diesem Budget, was in Deutschland ausgegeben wird, pro Jahr an Frauen vergeben wird. Und das ist wirklich unfassbar gering. Und das darf natürlich eigentlich nicht sein, also anscheinend haben sie es doch schwerer. Na und jetzt abschließend nochmal, jetzt ein bisschen weg von Vier Könige, bald sehen wir dich ja auch in einem Remake, dessen Original Recreation. Auch eine Recreation im Original von einer Frau, Catherine Bigelow, als Regie geführt wurde, einer der besten Actionfilme ever. Das heißt irgendwie, du hast jetzt in der Recreation auch eine Frau gehabt oder einen Mann? Oder das war ein Mann, Eric Sinclair. Also kann er denn überhaupt so gut sein wie das Original? ich habe mich letztens mit einem anderen amerikanischen Regisseur unterhalten und dann ging es auch darum, Remake, Recreation, und dann habe ich gesagt, wir sagen Recreation, Point Break, und er sagte, ja, wir sind jetzt an der Zeit, dass wir Filmklassiker wieder neu interpretieren können. Genauso wie man am Theater angefangen hat, irgendwann Shakespeare
immer wieder neu zu interpretieren. Und das fand ich eigentlich total genial, weil ich gedacht habe, ja, das stimmt. Point Break, das Original von Bigelow inszeniert mit Keanu Reeves und Patrick Swayze. Und wir machen jetzt einen neuen. Und aber es wird ein neuer Point Break Film. Okay, und ob es sich da gelohnt hat, irgendwie einen Mann zu nehmen, das werden wir dann erst im Frühjahr sehen. Aber jetzt in den Kinos, Vier Könige, den kann ich so oder so, ob jetzt Mann oder Frau oder Marsmensch, kann ich sehr empfehlen. Klemenschick, Dankeschön. So, fröhliche Weihnachten, Vier Könige kommt in die Kino. Ist man da aufgeregt, freut man sich? Oder möchtest du gleich damit anfangen und zu sagen, was ist denn dein Problem als Alex in dem Film? Ich freue mich sehr, dass der Film in die Kinos kommt, dass es jetzt ja, rausgeht. Ja, beantworte ich halt direkt deine Frage. Alex ist sehr ruhig, sehr introvertiert, schüchtern am Anfang, übernimmt so viel Verantwortung für ihre Eltern, vergisst sich darüber hinaus sehr und schafft es im Laufe des Films, so ein bisschen aus sich auszubrechen und zu zeigen, was da noch so in ihr steckt. Ist sie ja größtenteils zumindest zu Beginn eine sehr ruhige Rolle. Das heißt, es war denn dadurch besonders einfach oder besonders anstrengend, weil du mehr sagen wolltest als das, was du am Anfang... Du spielst ja mehr, als du denn reden darfst. Genau. Ja, und dann mit dem Reden ist das so eine Sache, dass wenn du redest, kannst du Sachen rauslassen. Dann transportiert sich das ja nach draußen. Und wenn du nicht reden kannst, musst du viel mehr aufnehmen oder nimmst viel mehr auf. Und deswegen, für mich war das schon anstrengend. Also weil man Sachen halt... irgendwie anders ranlässt. Ja. Du hast ja auch einen Kollegen mit dabei, mit dem du in der Vergangenheit ja auch schon zusammengearbeitet hast, Clemens Schick. Hilft es sowas, wenn man so Leute aus vergangenen Projekten dann wieder trifft? Oder hattet ihr überhaupt Berührungspunkte bei Das finstere Tal? Ja, ja. Also wir hatten im Film nicht sehr viele Berührungspunkte, aber haben halt da... In welchem jetzt? Im finsteren Tal. Ja, okay. Ich meine, da waren wir 6 Wochen im gleichen Tal eingesperrt. Da hat man schon mal was miteinander zu tun. Und dadurch, natürlich hat man dann eine Vertrautheit und kennt sich und kann dann... viel entspannter da. Also was heißt viel entspannter? Man ist schon an einem anderen Punkt als von der Vertrautheit. Na, aber es hätte ja sein können, es gibt ja auch Leute, die bis, ich habe auch schon mal Leute erlebt, die haben Geschwister gespielt und danach waren sie halt ein Liebespaar. Ich stelle mir das auch ein bisschen komisch vor. Aber denn, wenn man jemand so wie man, der einem so vertraut vorkommt, ich habe immer so die Tendenz, ich glaube, ich versaus eher für den Rest des Teams, weil du dann so vertraut mit jemandem bist, aber als Profi muss man das ja wahrscheinlich so kappen oder war das überhaupt nicht notwendig, wenn du eh nicht so viel zu tun hattest? Das heißt ja nicht, dass es nicht viel zu tun hat. Naja, ich meine jetzt mit ihm direkt. Also ich habe dann nur ein paar Zwischengespräche gehabt. Also mir hilft das sehr, wenn ich die Menschen einfach ein bisschen kenne, dass dann ist da gleich eine andere Offenheit. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt die ganze Zeit so kuschelt, sondern einfach, dass man weiß, wer einem da gegenüber ist. Und natürlich fallen dann schwere Szenen leichter, weil man da weiß, man ist vielleicht gut aufgehoben. Hat man sich denn auch gut aufgehoben gefühlt bei der Regisseurin, weil das war ja so ihr großes Leinwanddebüt in der Form. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es gibt ja Leute, die immer sagen, es gibt viel zu wenig Frauen, die irgendwo in dem Regiestuhl hat irgendwas sitzen. Sie offensichtlich hat das absolut auch verdient, also sie macht einen guten Job. Aber als Schauspieler merkt man einen Unterschied? Ist es eine andere Führung? Ist es so, sag mal, ein bisschen emotional oder hau mal mehr auf die Kacke? Also was macht den Unterschied? Ich meine, das ist auch von Regisseur zu Regisseur anders und da gibt es auch feinfühligere Männer und Männer, die ein bisschen klarer sind. Natürlich ist das anders, aber es ist immer anders. Und Theresa ist sehr, sehr genau, sehr feinfühlig und weiß, wo sie Szenen und die Rollen hinhaben möchte. Na, es hieß ja auch im Vorfeld, dass ihr Team gesagt hat, also so jemand wie Paula Bär bekommen wir auf gar keinen Fall. Was war denn der Grund für dich zu sagen, ja klar, kriegt ihr mich auf jeden Fall? Na, weil es ein gutes Buch ist. Und Theresa hat mir das Buch geschickt, dann haben wir uns getroffen. Ich fand Theresa wahnsinnig nett, sehr, sehr offen, sehr interessiert, sehr, ja, wissbegierig und geht aber da auch, ich finde, sie hat da eine tolle Art, an die Arbeit an sich ranzugehen. Und da habe ich gesagt, natürlich habe ich da Bock drauf, wenn da jemand ist, der so für sein Ding kämpft und blüht und voll dabei ist, habe ich, und dann ist es noch eine tolle Rolle und ein tolles Buch und eine tolle Geschichte, also... Warum soll ich da nicht mitmachen? Und worauf sollte sich jetzt der Zuschauer jetzt irgendwie drauf einstellen? Weil ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Aber ich kann mir vorstellen, Leute werden ein bisschen irritiert sein. Also dich kennen sie aus dem finsteren Tal. Dann kriegen sie einen Janis, der aus diesen ganzen Smaragdgrün, Saphirblau, Rosenrot und alle anderen Farben des Regenbogens. Und dann hast du auch eine Jalease aus Fakir Goethe. Ist das der Film, den man sich so als normalen Weihnachtsfilm vorstellen darf? Oder wie würdest du Freunden sagen, guckt euch den an, nicht nur weil ich damit bin, weil es ist ein guter Film, weil... Ich glaube erstmal, dass der, also habe ich das Gefühl, dass der Trailer
in eine andere Richtung, glaube ich. Deswegen frage ich. Ich finde, der Film ist wahnsinnig ruhig. Der gibt einem viel Zeit zu gucken, zu beobachten. Man hat lange, lange Sequenzen, wo man einfach den vier Königen folgen kann und so ein bisschen da reinkommt, zu verstehen, was da vielleicht los ist. Und ich finde es einen tollen Film, weil es kein auf die Kacke hauen Film ist, sondern einfach ein ganz feinfühliger Film, der ich glaube auch einen zum Nachdenken anregt, aber und auch viel Fläche zum Identifizieren gibt, weil die vier sehr unterschiedlich sind, aber glaube ich viel bedienen. Der hat auch eine wahnsinnige Komik da drin, also so eine Tragikomik. Ich mag den sehr. Ich mag den auch, das darf ich sagen an dieser Stelle. Von daher vielen Dank, Paula Bär, vier Könige. Und mal sehen, was die anderen noch dazu sagen.